Wo ich extra hingefahren bin. Und ich habe mal ein paar Sachen eingekauft zu der Mutprobe, die mir gesagt wurde. Ich soll ja ein paar Sachen kaufen in diesem wirklich ekligen Laden und diese dann essen. So, eins hat meine Kamerafrau ausgesucht und zwei habe ich ausgesucht. So, und zwar ist das einmal eine Chili-Soße, die wirklich sehr komisch aussieht. Normal ist Chili ja ein bisschen heller, aber irgendwie diese nicht. Einmal. So, dann habe ich hier noch etwas, was ich leider nicht weiß, was das sein soll. Ich fand das einfach nur mega ekelhaft aussehend und deswegen habe ich das einfach mal mitgeholt. Nur 99 Cent habe ich gedacht, nehme ich mit. Das werde ich auch essen. Und ich habe etwas gefunden, was mir bestimmt überhaupt nicht schmecken wird, was so ekelhaft ist. Gefüllte Weinblätter mit Reis. Ja, diese drei Sachen werde ich mal essen und halt probieren. Ich beginne mal mit dieser komischen Soße hier. Oh. Ich bin echt gespannt, wie die schmeckt, ob die wirklich so scharf ist, wie drauf stand. Aber ich denke mal eher nicht. So wie die aussieht, ist das vielleicht nur Ketchup oder sowas. Da fliegt schon meine Tüte weg. Ich krieg das scheiß Ding nicht auf. Jetzt habe ich es aufbekommen und ich werde natürlich nicht die ganze Flasche trinken. Wenn das scharf ist, dann laufe ich hier sämtliche Bäume hoch. Boah, Alter. Scheiße! Fuck! Hä? Scheiße, ist das scharf! Also schon mal! Und ekelhaft schmeckt das! Das ist... Boah, ist das scharf, Alter! Schärfe pur! Diese unglaubliche scharfe Chili-Soße ist wirklich das, was draufsteht. So, weiter. Jetzt probiere ich mal dieses komische Ding. Scheiße, das ist echt scharf. Das bleibt so, wie es eingepackt ist, Leute. Oh, und das klebt. Das geht bestimmt nicht ganz raus. Na egal, ich will ja auch noch schauen, wie das aussieht hier. Das schmeckt unheimlich gut. Nach was? Nach was? Oh. Also das sind halt Trauben. Ey. Haut die Kamera vor. Trauben, Walnüsse. Und irgendwie so Honig drin. Boah, das schmeckt echt cool, Leute. Für 99 Cent? Naja. Ich will ja noch mehr essen. Boah. Boah. Ja, klebrig.
wirklich gut. Also, es schmeckt gut. Ich habe echt gedacht, das schmeckt sau ekelhaft. Und jetzt kommt das, wovor ich mich am meisten ekel. Gefüllte Weinblätter mit Reis. Ich habe jetzt keine Gabel oder so. Ich muss mit den Fingern essen. Oh. Oh. Wie sieht das denn aus, Alter? Oh. Und dann mit den Händen. Also da, das sind Weinblätter mit Reis drin. Boah, ey, ich trau mich gar nicht. Boah. 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 Ekelhaft. Und dann ist auch noch so fettiges Öl da dran da. Ekelhaft. Hier, probier, Alter. Boah, ist das widerlich. Also ich esse noch. Boah. Okay. Das war kein Action Folge 1 mit einer Lebensmittelvergiftung aus einem widerlichen Laden in Hürth-Epperen. So, das war eine mega scharfe Chili-Soße, wo ich den Geschmack immer noch hinten am Hals habe. Eine unglaublich leckere. Das hat gut geschmeckt. Kommt gar nicht raus. So. Eine unglaublich leckere Süßspeise. Und das ekelhafteste Weinblätter mit Reis gefüllt und ekelhaften Öl. Schaut nächste Woche wieder rein, wenn es schon wieder heißt, das Halbfinale. Ich hab voll den Mund. Das Halbfinale von Kein Action. Drei Folgen lang geht das ja nur, deswegen nächste Woche das Halbfinale. Freut euch drauf. Wenn ihr ein Action auf sich machen kann, meldet euch, euer Kai. Musik.